Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Ja, lange ist's her und diesmal mit einer besseren Tonqualität, was den Ingame-Sound angeht. Mal gucken, was denn jetzt die Leute hier sozusagen haben, wie Cassandra. Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Ich dachte, ihr wüsstet es. Ich nehme an, ich könnte Liliana fragen. Sie hat erschreckend viele Informationen über euch gesammelt. Aber ich will sie nicht fragen. Ich will es von euch hören. Aus dem Zirkel der Magi in Ostwick. Zumindest bis der Aufstand begann. Ja, ich nehme an, dadurch musstet ihr wohl ständig in Bewegung bleiben. Darf ich fragen, ob ihr die freien Marschen als euer Zuhause betrachtet? Zieht es euch wieder dorthin zurück? Ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich gerade bin. Ja, nachdem ich jahrelang für die Göttliche gearbeitet habe, geht es mir inzwischen genauso. Ich würde euch gern besser kennenlernen. Ach, tatsächlich? Ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Ich frage mich nur, welche Beweggründe ihr dafür habt. Es gibt keine besonderen Beweggründe. Ich möchte nur, dass unser Verhältnis etwas weniger... feindselig ist. Genau. Na schön. Mein Name ist Cassandra Pentagast. Ich bin eine Tochter des Königshauses von Nevarra und stehe an 78. Stelle der Thronfolge. Ich habe mich als junge Frau den Suchern der Wahrheit angeschlossen und war Mitglied des Ordens, bis er der Kirche den Rücken gekehrt hat. Ich blieb weiterhin die rechte Hand der Göttlichen, gründete auf ihre Anweisung hin die Inquisition und jetzt bin ich hier. Das ist alles, was es zu wissen gibt, my Lord. Ihr gehört der königlichen Familie Nevarras an? Die Pentagasts sind eine äußerst große Familie. Halb Cumberland könnte von sich dasselbe sagen. Wirklich? Nein, aber es fühlt sich so an. Ich habe hunderte derart entfernte Verwandte, dass sie Schaubilder brauchen, um unsere Verwandtschaft zu beweisen. Und glaubt mir, die haben sie auch. So sehr wie die Pentagasts ihr kostbares Blut schätzen, könnte man meinen, es wäre flüssiges Gold. Und ihr habt euch den Suchern angeschlossen, um dem zu entkommen. Es war kein Leben, das man führen möchte, glaubt mir. Die Pentagasts sind berühmte Drachenjäger, aber nur wenige gehen diesem Handwerk auch tatsächlich nach. Die meisten von ihnen sind faul und fett. Sie geben Lippenbekenntnisse gegenüber dem Erbauer ab und schwelgen in Müßiggang und vergangenem Ruhm. Mein Bruder war alles, was mich in Nevarra gehalten hatte. Als er fort war, war ich es auch. Erzählt mir von eurem Bruder. Ich möchte lieber nicht über Anthony sprechen. Ein andermal vielleicht. Ihr scheint euer Heimatland nicht sonderlich zu mögen. Meine Familie hat es mir verdorben. Das Wenige, das ich von meinem Heimatland gesehen habe, war durch die Gitter eines goldenen Käfigs. Mein Onkel behandelte mich wie ein Porzellanpüppchen, das man in ein Regal stellt und nur dann abstaubt, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt. So habe ich Nevarra, das echte Nevarra, erst viel später kennengelernt. Und mir wurde bewusst, dass ich es überhaupt nicht kannte. Euer Onkel? Was ist mit euren Eltern? Sie hatten das Pech, sich beim zweiten Versuch, König Marcus zu stürzen, auf die falsche Seite zu stellen. Der König ließ sie hinrichten. Meinen Bruder und mich verschonte er, weil wir Teil der Familie und damals noch Kinder waren. Also wuchsen wir bei meinem Onkel auf, einem Mortalitasi, der die Gesellschaft seiner Leichen derjenigen der Lebenden vorzog. Euer Onkel war ein Mortalitasi? Ein Todesmagier. Und er ist es immer noch. Meine Landsleute verbrennen ihre Toten nicht, sondern bestatten sie in speziellen Grüften. Die Mortalitasi beaufsichtigen diese Grüfte, wie Priester. Onkel Vestalus leitet die große Nekropole. Die Nevarraner verbringen mehr Zeit damit, ihre toten Verwandten zu ehren, als ihre lebenden Angehörigen. Diese Faszination für den Tod und alles, was ihn umgibt, ist seltsam. Ich werde es nie verstehen. Ihr wart also die rechte Hand der Göttlichen.
Der göttlichen Justinia, richtig. Und vorher die der göttlichen Beatrix, um genau zu sein. Diese Position ist normalerweise Templern aus den Reihen der Gottesritter vorbehalten. Aber in meinem Fall waren die Umstände ungewöhnlich. Ungewöhnlich inwiefern? Ihr kennt die Geschichte nicht? Dem Erbauer sei Dank. Ich erzähle sie euch, wenn ihr es wünscht. Aber sie ist wirklich nicht so aufregend, wie alle tun. Um es kurz zu machen, ich habe der ehemaligen Göttlichen einst das Leben gerettet. Und als Belohnung wurde ich zu ihrer rechten Hand ernannt. Und was genau macht eine rechte Hand? Wozu ist eure Hand in der Lage? Sie gibt, sie nimmt, sie winkt, sie ballt sich zur Faust. Liliana und ich haben den Einfluss der Göttlichen über die große Kathedrale hinaus erweitert. Wir gingen dorthin, wohin sie nicht konnte. Nach Beatrix war ich der Position überdrüssig und wollte wieder zu den Suchern zurückkehren. Aber Justinia überzeugte mich, davon zu bleiben. Ihre Vision der Zukunft gab mir Hoffnung. Ihr dachtet, sie könnte wirklich etwas ändern? Justinia wusste, dass der Krieg kommen würde. Und zwar lange, bevor er begann. Sie hat versucht, ihn abzuwenden, aber die Kräfte, die sich ihr entgegenstellten, waren zu stark. Manchmal muss man einen Knochen brechen, damit er wieder gerade zusammenwachsen kann. Und an diesem Punkt kommt die Inquisition ins Spiel. Sie sollte die Lösung sein. Ein Instrument der Bewahrung, ebenso wie eine Kraft des Wandels. Ich wünschte nur, Justinia hätte sie noch miterlebt. Also wie wurdet ihr denn nun zur rechten Hand? Gütige Andraste, wollt ihr die Geschichte wirklich hören? Wie lange ist das jetzt her? 18 Jahre? 20? Dennoch reden einige noch immer darüber, als wäre es erst gestern gewesen. Die Geschichte wird immer größer, je öfter sie erzählt wird. Ich erkenne mich darin kaum noch wieder. Ich bin mir sicher, ihr seid einfach nur bescheiden. Ich war dabei. Ich denke also, ich weiß, was geschehen ist. Wenn andere sie erzählen, habe ich die göttliche Beatrix ganz allein vor einer Horde Drachen gerettet, die die große Kathedrale angriffen. Äußerst beeindruckend für eine junge Sucherin. Meint ihr nicht auch? Und die Wahrheit ist? Ich bin über eine Verschwörung gestolpert, deren Ziel es war, Beatrix zu ermorden. Der Drahtzieher war ein Kommandant der Templer. Und da waren tatsächlich Drachen bei der großen Kathedrale. Aber ich hatte Hilfe von einigen loyalen Magiern, die sich mir angeschlossen hatten. Sie haben die magische Kontrolle aufgehoben, unter der die Drachen standen. Ohne sie wären sowohl die Göttliche als auch ich gestorben. Und doch wurde ich die rechte Hand, während sie vergessen sind. Was wurde aus den Magiern, die euch geholfen haben? Sie kehrten in ihre Zirkel zurück, mit Belohnungen, Privilegien und der Dankbarkeit ihrer Heiligkeit. Viele von ihnen sind beim Konklave umgekommen. Ich halte euch für eine Heldin, egal wie sehr ihr euch bemüht, es herunterzuspielen. Na schön, aber das ist 20 Jahre her. Ich werde mich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Ja, mach. Wir überlassen die mal ihrem Schicksal. Und gucken uns hier noch weiter um, Freunde. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, mit den Personen zu reden und zu interagieren. Meister Dennett ist jetzt auch hier. Es fühlt sich gut an, wieder zu arbeiten, Inquisition. Und ihr könnt froh sein, dass ihr mich habt. Ansonsten hättet ihr nämlich ein Problem. Haven kann die Reittiere, die ihr braucht, nicht versorgen. Ich hingegen schon. Wie geht es unseren Freunden? Werden sie gut versorgt? Haven stöhnt unter der Last ziemlich auf. Dafür wurde es einfach nicht erbaut. Aber wir schaffen das schon. Habt ihr irgendetwas Interessantes gehört? Ich bin zu beschäftigt, um irgendwas mitzubekommen. Und genau so mag ich es auch. Lebt wohl. Der Erbauer stehe euch bei. Okay, der möchte nichts mitbekommen. Das heißt, wir machen einfach hier weiter. Und let's go, Freunde. Ja, das ist auch noch eine coole Sache, wie ich gerade zu Dragon Age komme. Dragon Age Inquisition. Weil ich wollte nichts mehr, gerade was ich zum Nachdenken brauche oder so.
wo ich einfach so drauf komme von meinem eigenen Kopf her, wisst ihr, was ich meine? Ihr kennt euer logisches Denken ja auch, wisst ihr, was ich meine? Dann wisst ihr, was ihr euch zumuten könnt und was nicht. Und ja, dann habe ich mir noch so gedacht, ja, ich habe gerade Mass Effect durch, ich habe The Witcher durch, ich habe aber noch Assassin's Creed zum Zocken, aber eben, wenn ich wieder irgendwas mit Kanalisation machen muss oder irgendein bescheuertes Attentat irgendwie mit Bonuszielen, nee, dankeschön. Da dachte ich mir eher, da nehme ich doch mal Dragon Age auf, ne? Und vor allen Dingen habe ich noch gedacht, ja komm, was könnten denn meine Zuschauer denn wollen momentan? Denn wenn ich gerade nicht gerade was liefern kann, möchte ich doch was liefern, was alle gern haben. Und ich weiß, dass Dragon Age eigentlich ein sehr beliebtes Spiel ist. Wenn nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Womit kann ich dienen? Na gut, bei dir waren wir schon. Man sieht sich. Wir hatten bei dir ziemlich alles, Freundchen. Aber ich weiß nicht, ob wir bei Solas und so alles hatten. Ja, und ich kenne die Namen immer noch, obwohl wir es schon so lange nichts mehr hatten. Von Dragon Age. Quartiermeisterin Thren weiß euren Dank und einen guten Tropfen immer zu schätzen. Willkommen zu. Finde ich klasse. Bauer, ihr seid das. Ihr seid der Herold Andrastes. Und ihr wurdet geschickt, um uns zu zeigen, dass unsere Angst vor Magiern unbegründet ist. Ich hatte immer Respekt vor Magie. Ich glaube, der Erbauer hat euren Aufstand gesegnet und, egal. Ich bin Flisser. Wollt ihr was trinken? Magie kann gefährlich sein, aber sie ist nur ein Werkzeug wie jedes andere auch. Ja, genau. Meine Rede. Wie ein Hammer oder ein Schwert, das den Himmel aufschlitzt. Wie gesagt, ich bin Flisser. Die Soldaten brauchten einen Ort, um sich zu entspannen. Also hat Liliana mich gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Nichts Besonderes, aber für die Soldaten wesentlich sicherer, als sich in irgendeinem Dorf Ärger einzuhandeln. Ihr habt gesagt, Liliana hätte euch gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war reiner Zufall. Ich habe früher mal ein Gasthaus in Denerim geführt. Wenn ich interessante Gerüchte hörte, habe ich sie Liliana erzählt. Und einige davon waren wohl ganz nützlich. Als sie mich irgendwann fragte, ob ich gerne meine eigene Taverne hätte, habe ich ja gesagt. Mir war ja nicht klar, dass sie diese hier meinte. Was könnt ihr mir über diese Gegend erzählen? Edan ist der hiesige Apotheker. Er braut Tränke und versorgt die Verwundeten so gut er kann. Harrod ist der Schmied der Inquisition. Was ihr bei ihm nicht bekommt, kann euch vermutlich Quartiermeisterin Fern besorgen. Und falls ihr mal etwas Ausgefalleneres braucht, versucht euer Glück bei Sagrid. Seine Preise sind auch nicht allzu hoch. Bis jetzt. Oh, fast hätte ich Minei vergessen. Sie erforscht Bestien und so, wenn ich mich nicht irre. Lebt wohl. Wiedersehen. Danke für die schöne Auskunft. Dann sind wir mal weg. Wer ist denn hier noch? Ach so, das ist Liliana. Und so, dann ist nur noch Solas zurzeit hier. Hi Solas. Die Bresche zu schließen ist natürlich unser vordringliches Ziel. Doch ich hoffe, wir finden vielleicht auch das Instrument ihrer Erschaffung. Ein Artefakt von derart gewaltiger Macht ist gefährlich. Das hat die Vernichtung des Konklaves mehr als bewiesen. Denkt ihr nicht, dass das, was auch immer die Explosion verursacht hat, dabei zerstört wurde? Ihr habt doch auch überlebt, oder etwa nicht? Das Artefakt, das die Bresche erschaffen hat, ist anders als alles, was dieses Zeitalter je gesehen hat. Ich werde erst glauben, dass es zerstört ist, wenn ich seine Bruchstücke mit eigenen Augen sehe. Ihr habt recht. Was auch immer die Bresche erschaffen hat, muss gefunden werden. Lilianas Leute haben das Gebiet in der Nähe der Explosion bereits abgesucht und nichts gefunden. Was auch immer dieses Artefakt war, es ist nicht mehr dort. Nun, wie dem auch sei, kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Was wisst ihr über das Nichts? Sehr viel von meinen Wanderschaften.
Es gibt nur wenige harte Fakten. Doch ich kann euch erzählen, was ich weiß. Ich wüsste gern mehr über die Bresche. Die Bresche ist, einfach gesagt, ein Riss im Schleier, der diese Welt vom Nichts trennt. Ein Riss, durch den Geister in die Welt gelangen können. Kleinere Risse treten auf, wenn Magie den Schleier schwächt oder sich Geister an Orten sammeln, an denen es viele Tote gegeben hat. Doch euer Mal gewährt euch eine gewisse Macht über die Bresche. Das heißt, sie wurde bewusst erschaffen. Ich wüsste gern mehr über den Schleier. Die Magier des Zirkels bezeichnen ihn als Barriere zwischen dieser Welt und dem Nichts. Meinen Studien der alten Elfenüberlieferungen zufolge ist das allerdings eine extreme Vereinfachung. Ohne ihn, stellt euch vor, Geister könnten ihn frei durchschreiten, als wäre das Nichts kein Ort, den man aufsucht, sondern ein Naturzustand, wie der Wind. Das wäre ja wundervoll. Und gefährlich, aber ja. Eine Welt, in der die Fantasie die Realität bestimmt, in der Geister ebenso selbstverständlich sind wie Bäume oder Gras. Aber tatsächlich gelten Geister als seltsam und furchtbar. Und das Nichts ist eine erschreckende Welt, in der nur Magier und Träumer wandeln. Ich bin froh, dass nicht nur ich die Schönheit einer solchen Welt erkenne, mitsamt all ihren offensichtlichen Gefahren. Ich würde gern mehr über Dämonen erfahren. Euer Zirkel sagt, Dämonen würden die natürliche Welt hassen und nur danach trachten, den Lebenden Chaos und Zerstörung zu bringen. Allerdings verkennen derart vereinfachende Thesen ihre Beweggründe und leisten damit allen Beteiligten einen Bärendienst. Geister wollen sich unter die Lebenden mischen. Ein Dämon ist sozusagen ein bedauerlicher Fehler. Gibt es einen Weg, nebeneinander zu bestehen? Mit ihnen zu leben, wenn schon nicht in Frieden, dann wenigstens ohne direkte Konfrontation. Nicht in der Welt, wie wir sie heute kennen. Der Schleier bildet eine Barriere, die wahres Verständnis äußerst unwahrscheinlich macht. Die Frage ist allerdings gut. Und es ist wichtig, dass ihr sie gestellt habt. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Definitiv, ja. Unterhalten uns später noch. Jetzt geht's aber ab zu Liliane. Was zu krallen kann man auch noch. Ich werde den Frieden wahren, während ihr und die anderen bei der Kirche in Valroyo vorsprecht. Bereitet euch besser auf die Vorwürfe vor, die man dort gegen euch erheben wird. Da bin ich ja mal schon sehr gespannt, Freunde. Eigentlich habe ich ja schon im letzten Part, glaube ich, gegen Ende gesagt, dass ich... dass wir der Story folgen, aber natürlich müssen wir. Ich hatte gehofft, mein Verdacht wäre falsch. Auch mit. Kanntet ihr ihn gut? Nicht so gut. Mit den Leuten sprechen. Zeigt mir die Berichte. Berichte zeigen, okay. Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet, einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Wartet. Was habt ihr vor? Er hat uns verraten. Er hat meinen Spion ermordet. Und ihr würdet ihn töten? Einfach so? Habt ihr an meiner Entscheidung etwas auszusetzen? Wir können unsere Probleme nicht durch Morde lösen. Und was würdet ihr vorschlagen? Sollen wir ihn damit davonkommen lassen? Butlers Verrat bringt unsere Spione in Gefahr. Ich verurteile einen Mann, um Dutzende zu retten. Was ich tue, mag mir vielleicht nicht gefallen, aber es muss getan werden. In Zeiten wie diesen kann ich mir den Luxus von Idealen nicht leisten. Genau in solchen Zeiten brauchen wir Ideale. Euch scheint äußerst viel daran zu liegen. Nun gut. Ich überlege mir etwas anderes, wie wir mit diesem Mann verfahren. Nehmt Butler fest, aber sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Auf mich wartet noch Arbeit. Okay, aber danke, dass du meiner Bitte gefolgt bist. Naja, ich hasse es, Leute zu töten, wenn, ja, auch wenn sie selbst getötet haben.
Wenn es jetzt nicht gerade ein Familienangehöriger ist, dann verstehe ich das nicht. Ach, nö, mit der sprechen wir nicht. Mit Sophie. Josephine. Hättet ihr einen Moment? Ja, Botschafterin. Ich würde mit euch gerne über eure Eltern sprechen. Okay. Was möchtet ihr wissen? Ich würde gerne einen Boten entsenden, um die Bands des Hauses Trevelyan zu bitten, sich uns anzuschließen. Was denkt ihr? Sollten wir eure Familie ersuchen, die Inquisition offiziell zu unterstützen? Soweit es die Trevelyans betrifft, könnte meine Gegenwart mehr Türen schließen, als sie öffnen würde. Mein Verhältnis zu meiner Familie ist nicht unbedingt das allerbeste. Es tut mir leid, das zu hören. Ich werde euch in dieser Angelegenheit nicht weiter bedrängen. Andere jedoch schon. Valroyo hat Notiz von eurer Abstammung genommen. Das verschafft der Inquisition ein gewisses Ansehen, wenn auch nicht so sehr, wie wir gehofft hatten. Warum nicht? Ihr stammt aus Ostwick. Orlesianische Adlige erachten die freien Marschen als ein wenig rückständig. Die Orlesianer sind einfach nur verstört, weil es die freien Marschen schaffen, sich auch ohne eine Kaiserin zu regieren, die ihnen die Hand hält. Einem Bauer könnte man diese Beleidigung nachsehen. Jemandem von eurem Stand jedoch nicht. Wo wir gerade davon sprechen, ich sollte euch für eure Nachsicht angesichts der bescheidenen Unterkünfte danken. Für jemanden von eurer Abstammung müssen die Bedingungen in Haven doch ziemlich hart sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr derartiges gewohnt seid, Botschafterin. Man gewöhnt sich daran. Und ich versuche immer genug zu tun zu haben. Das hilft mir, mich von den Umständen abzulenken. Und der Kälte. Und den Tieren. Und dem vollständigen Mangel an Zivilisation im Umkreis von etlichen Meilen. Ach, mir ist unerklärlich, wieso irgendjemand freiwillig hier gelebt hat, bevor Andrastes Asche gefunden wurde. Macht euch um mich keine Sorgen. Das Leben in Haven ist mehr als erträglich. Wirklich? Nun, es freut mich, dass ihr es so seht. Auf bald, my lord. Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Auf bald, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn wieder heißt Dragon Age Inquisition. Tiddle.